Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Sonne ballert hier gerade voll rein. Richtig, richtig schön. Ich wollte euch in diesem Vlog wieder ein bisschen mitnehmen. Wünsche euch ganz viel Spaß. Es wird ein bisschen herbstlich, wie man vielleicht am Nagellack erkennen kann. Ich war gerade bei DM, habe ein Video für euch abgedreht. Ich hoffe, dass es schon online ist, bis dieses Video online geht. Und ja, Informationen, die die Welt nicht braucht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Bella? Okay, seid ihr bereit für die Wahrheit? Da liegt sie, die Wahrheit. Ich habe gerade verschiedene Outfits anprobiert und habe einfach alles auf den Boden geschmissen, weil es schnell gehen musste. Weil sich hier das Licht irgendwie ständig verabschiedet und kein Mensch, glaube ich, dunkle Videos gerne schaut. Und deswegen habe ich immer alles ganz schnell in die Ecke gepfeffert. Oh Mann. Bella, komm mal her. Na, komm mal her, Bella. Bella? Bella? Es ist Chaos hier auf dem Boden, ne? Es ist Chaos. Gehen wir mal Gassi? Geh mal Gassi, Bella. Bella? Okay, wir gehen Gassi. Ist okay. Hm? Der Postbote war da, ich freue mich riesig, hat mir meine Bershka-Bestellung gebracht. Hier ist das Teilchen drinnen. Ich habe diese Bestellung tatsächlich über eine App bestellt, die ich mir neu runtergeladen habe. Vielleicht auch als kleine Inspiration für euch. Ihr könnt einen Haufen Geld sparen. Und zwar nennt sich die App Letty Shop. So sieht sie aus. Ich muss mal gucken vom Licht, ob es jetzt passt. Ihr habt verschiedene Kategorien hier oben und ihr bekommt Cashback. Das heißt, wenn ihr was kauft, bekommt ihr Geld zurück. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen das Licht verändert. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Also ihr habt hier oben ganz viele verschiedene Kategorien. Hier zum Beispiel Elektronik, Haushaltsgeräte, dann Kleidung und Schuhe, Gesundheit und Schönheit, Haus und Garten, Spielzeug und so weiter. Also ihr könnt es erkennen, Reisen, Heimtierbedarf und so weiter. Und schaut mal hier zum Beispiel bei Otto, habt ihr die Möglichkeit, bis zu 50 Euro Cashback zu bekommen. Und es sind, wie gesagt, über 2000 verschiedene Shops vorhanden, in denen ihr shoppen könnt und dann eben Cashback bekommt. Die Firmen sind euch mit Sicherheit ein Begriff. Schaut mal hier zum Beispiel Mediamarkt, Bugaboo, dann haben wir AliExpress, Booking.com, Saturn, Chibo, Groupon, ASOS, Deichmann, About You, C&A. Also es ist wirklich alles dabei, was wir kennen. Und wenn wir dann da drauf gehen, ich zeige es euch mal ganz kurz, hier zum Beispiel bei Otto, dann seht ihr eben, wie viel ihr bekommt, wie viel Cashback. Werdet zum Shop weitergeleitet. Schaut hier. 3, 2, 1. Zack. Dann sind wir bei Otto. Und dann haben wir eben die Möglichkeit zu shoppen. Also ihr werdet dann automatisch weitergeleitet. Und hier könnt ihr dann in Ruhe shoppen. Und das Cashback wird euch dann gut geschrieben. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Schaut euch das sehr, sehr gerne einfach mal unverbindlich an. Ich würde euch dazu mal einen Link unten in die Infobox setzen. Dann könnt ihr euch das anschauen und runterladen und dann jede Menge Geld sparen, falls ihr auch so gerne shoppt online und Geld zurückbekommen möchtet. Ich wollte euch mal die E-Mail zeigen, die angekommen ist. Ich muss natürlich meine Bestellnummer zuhalten und ihr bekommt eine E-Mail und werdet dann benachrichtigt, dass eben dieser Betrag bald zu eurem Cashback-Konto hinzugefügt wird. Richtig cool. Wird dann eben auf eurem Konto gutgeschrieben und dann bekommt das ausbezahlt. Cool, ne? 2,91 Euro bei meiner Bershka-Bestellung. Ich versuche das jetzt gerade nochmal einzufangen. Das ist mit dem Licht gar nicht so einfach. Also hier ist die App. Ich hoffe, dass ihr es gut erkennen könnt. Letty Shops. So, jetzt gehe ich noch einkaufen. Das App. Und mit dem Liam noch kurz auf den Spielplatz. Hier stehen wieder die Sachen rum. Meine Männer schaffen es nicht, das mit runterzunehmen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle die Sachen einfach immer so dahin. Na, in der Hoffnung, dass es dann jemand mit runternimmt. Aber wie man sehen kann, sieht man nichts. Naja, ich trage es dann runter. Also, gut. Oh, es ist schönes Wetter. Es ist zwar kalt, aber die Luft, die tut so, so gut. So früh am Morgen, alles gut. Richtig cool. Ja, und die Bella ist übrigens auch dabei, ne? Die wartet auch. Und das Rindenmulch wartet da auch. Aber es ist einiges schon passiert hier, ne? Würde ich mal sagen. Liam, nicht ins Bett! Okay. Bagger. Wo ist denn der Bagger? Unten. Unten? Ja. Ja, der ist weggefahren, der Bagger. Komm, wir schauen mal, ob wir den finden. Ja. Ja, super. Mhm. Ja.
Der Liam, der ist jetzt hier gerade im Sandkasten und saut sich ein. Aber das ist kein Problem, wir haben eine Waschmaschine. Und saubere Kinder ist auch ein bisschen komisch, ne? Hast du Spaß? Ja! Ja! Genauso wie aufgeräumte Kinderzimmer. Ist auch ein bisschen komisch, ne? So am Ende des Tages, klar. Aber so tagsüber, bisschen komisch. Wirft da mit dem Sand um sich. Okay, komm, wir bauen was. Wollen wir was bauen? Ja? Schau mal, da ist die Schaufel. Guck mal, die kannst du nehmen. Magst du die mal nehmen? Schau, nimmst du die Schaufel. Und da ist noch der Eimer. Warte, ich hol dir den Eimer. So, gut. Hier, bitte sehr. Ich helfe dir ein bisschen. So, gut. Jetzt bist du dran. Ja. Ja, okay, na dann komm her. Kommst du? Jawohl. Packst ein paar Blätter mit rein. Mhm. Liam hilft mir. Da ist er. So, hier. Schau. So, musst du das machen? Bitte sehr. Das ist zu schwer für dich, mein Schatz. Das ist zu schwer für dich. Magst du auf die Schaukel? Oder wo magst du drauf? Auf den Esel da vorne? Oder Pferd? Auf die Schaukel? Okay. Was ist das hier? Ha? Ist das ein IA? Ja. Okay. Komm, das schaffst du. Auf geht's. Jawohl. Und rum. Ja. Ja, das schaffst du alleine. Bist schon groß. Nicht so wild. Liam. Du Wirbelwind. Super. Was meint ihr? Soll es ein Esel sein oder ein Pferd? Ich tippe ja eher auf Pferd, Esel. Jetzt müssen wir aber wirklich was einkaufen, ne? Sonst gibt es nichts zum Mittag. So, dann koche ich mal. Helfer hier, ne? Ich hoffe, ihr habt euch vorher die Hände gewaschen. Das ist gut. Macht der Max es schön, Liam? Ja? Okay. Oh, bist du groß? Bist du groß? Genau, mach kleiner. Richtig. Jawohl. Super! Und jetzt mache ich hier noch ein paar Paketchen zurecht. Ich hatte zum einen Pampasgras auf Instagram verlost. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber ganz, ganz viele hatten sich das gewünscht. Das Pampasgras ist tatsächlich aus unserem Garten. Hier habe ich noch so Seidenpapier zurechtgelegt, weil ich das hier eben noch einpacke. Und ich bin ja total froh, dass ich so ein kleiner Karton-Messi bin. Ich hebe ja immer alle möglichen Kartons auf, die mir gut gefallen. Und dieser hier, der ist tatsächlich speziell für Blumen gedacht und deshalb
Passt super gut zu meinem Pampasgras. Hier habe ich noch ein Verlosungspaketchen. Und da würde ich mal sagen, mache ich weiter. Nicht wundern, der Karton war als Alternative gedacht. Aber ich glaube, ich bekomme alles hier rein. Und ansonsten habe ich hier noch was von Lego. Ja, es wird nämlich bald wieder eine große Verlosung geben auf Instagram von Nintendo. Da bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da auf jeden Fall noch teilnehmen. Auf Instagram heiße ich auch Rossella Mia. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und da hinten ist die kleine, feine Bella. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Hm? Musst du dich strecken. Na, Bella. Alles okay? Alles okay, Bella? Alles okay? Und die Zuschauerin, die hat bald Geburtstag und deshalb habe ich ihr noch ein bisschen was dazu gepackt. Das hat sie mir nämlich verraten, dass sie eben Geburtstag hat. Und deshalb dachte ich mir, bereite ich ihr noch eine kleine Freude. Hier habe ich noch ein bisschen Seidenpapier. Hier sind noch die Produkte, die noch zusätzlich dazukommen ins Paketchen. Ja, es ist wieder mega witzig. Der Karton war zu klein. Ich habe aber noch einen gehabt. Ja, ich war ja nicht die Heidi, ne? Wenn ich nicht noch einen passenden Karton hätte. Hier habe ich auch wieder aufgehoben, mein Gott. Ja, ihr denkt, ich wäre völlig übergeschnappt. So, schaut, jetzt seht ihr den Unterschied, ne? Der war einfach viel zu klein, aber jetzt habe ich eben die perfekte Lösung gefunden. So, und das mache ich jetzt noch fertig und dann geht's zur Post. Ich habe mich gerade mal umgezogen. Ich habe nämlich noch einen Depot-Haul für euch abgedreht. Die Sachen sind so, so schön. Eine Sache davon seht ihr gerade hier im Hintergrund. Und ich wollte mich natürlich logischerweise noch von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!